So Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt heute gibt es die Flattermann von Feistel. Überhaupt immer noch an derselben Location hier beim Lennart. Der ist ja auch schön produktiv und ne? Vielleicht habe ich das gespoilert, vielleicht kommen da noch andere Testvideos, aber egal. Ja, die Flattermann von Feistel. Was war gerade mit meiner Stimme los? So sieht das hier hinten aus. Haben wir als Importeur Piepenbrock, wie man das von Feistel gewohnt ist. Das sind wunderschöne Kategorie 1 Falter. Und die werden wir gleich mal aufmachen und dann zünden. Hab natürlich vergessen, gucken wir uns natürlich gleich nochmal von innen an. Ja. Wunderschönen Flieger, die ja jetzt leider verboten sind. Mann, Deutschland, was macht ihr mit Pyros? Das ist überhaupt so eine Kunst, Sachen auszupacken mit einer Hand. Also, ja. Guckt. Ja, ich hab's gehört. Boah, wunderschön. So sehen die aus. Guckt euch das an. Naja, jetzt werden sie gezündet. Weil ihr flattert oder was hier auch. Flattermann. Flattermann. Hier, zünd du gleich mal an. Okay. Wollen wir mal kurz den Brenner raus hier. Und dann geht's los hier. Dann geht's los. Boah, ich freue mich. Mal Tasche? Achso, soll ich einfach anzünden? Oh, wie schön! Da ist der hochgeflogen. Alter, machen wir gleich noch einen hinterher hier. Also danke an der Stelle an Dejan Pyro, ne? Von dem habe ich die ja. Oh, aber die sind gut. Die sind so schön. Und machen wir noch den Rest auf Schlag. Richtig schön auf jeden Fall. Also auch wieder richtig schöne Teile. Warum in Deutschland verboten? Ja, das ist schade. Leute. Schade. Naja, auf jeden Fall würde ich sagen, richtig schön. Habe ich ja gerade schon. Würde sagen, bis zum nächsten Video und ciao.